Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video zum Thema gebissloses Reiten. Mein Name ist Romy Wirz, ich bin Physiotherapeutin und Osteopathin für Pferde und ich bin seit 15 Jahren in der klassischen Reitkunst zu Hause und praktiziere die seit mittlerweile 10 Jahren größtenteils gebisslos. Ich möchte in diesem Video auf die gängigsten Fragen zum gebisslosen Reiten eingehen und ich möchte Ihnen einen kleinen Einblick darüber liefern, was gebisslos in der dressurmäßigen Arbeit alles möglich ist. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anschauen. Eine der wichtigsten Fragen ist immer die Frage nach der korrekten Lage der gebisslosen Zäumung am Pferdekopf. Dabei gibt es einige Dinge zu beachten. Maßgeblich abhängig ist es davon, wie groß der Pferdekopf an sich ist. Und je größer der Kopf ist, umso größer ist auch dieser Spielraum, in dem der Nasenriemen zu liegen kommen kann. Je kleiner der Kopf ist, umso geringer haben wir Platz am Nasenrücken. Das heißt, wir haben diese Zwei-Finger-Regel, die besagt, dass der Nasenriemen etwa 2 Finger breit unter dem Jochbein zu liegen kommen sollte, damit der Nasenriemen nicht an das Jochbein anstößt. Diese Regel trifft aber nicht bei allen Pferden zu, beziehungsweise sie ist nicht auf alle Pferde anwendbar, denn hier haben wir ein Pferd mit einem relativ großen Kopf und somit kommt diese Regel auch sehr gut zum Tragen. Wenn wir aber jetzt ein Pferd mit einem kleineren Pferdekopf haben, dann ist diese Regel mitunter möglicherweise nicht anwendbar. Denn dann kann diese Zwei-Finger-Regel schon bewirken, dass der Nasenriemen zu tief am Nasenrücken zu liegen kommt und nicht mehr auf dem festen Teil des Nasenbeins zu liegen kommt. Das heißt, in solchen Fällen und generell ist es immer zuverlässiger, die korrekte Lage am Nasenrücken zu erfüllen. Dazu gehen wir an den Nüstern in den weichen Teil hinein und spüren nach oben hin, wann wir auf den festen Teil des Nasenbeins stoßen und oberhalb dieser Linie muss der Nasenriemen zu liegen kommen. Das ist bei diesem Pferd sogar noch ein Stück weiter runter. Und wir sehen dann hier ganz gut bei dem großen Pferdekopf, wie groß dieser Spielraum ist, in dem der Nasenriemen zu liegen kommen kann. Bei einem kleineren Pferd wäre dieser Spielraum sehr viel kleiner. Der nächste Aspekt, den es zu bedenken gibt, ist die Art und Weise, wie fest der Nasenriemen verschnallt wird. Die gebisslose Zäumung darf niemals den Pferdekopf einschnüren. Der Nasenriemen darf nicht so fest verschnallt sein und muss mindestens 2 Finger breit zwischen Nasenrücken und Ledernasenriemen oder beziehungsweise generell Nasenriemen zulassen, damit wirklich die Mobilität des Unterkiefers nach wie vor gewährleistet ist. Das nächste, was es zu beachten gilt, ist, dass der Backenriemen ausreichend Spielraum zum Auge hat und auch bei seitlichem Verrutschen, das möglicherweise vorkommen kann, nicht zum Auge hinwandert. Viele gebisslose Zäumungen haben aus diesem Grund einen Ganaschenriemen. Das ist aber nicht bei allen Zäumungen gegeben. Deshalb ist es generell zu beachten, dass der Backenriemen in einer Linie mit der Maulspalte verläuft und nicht über diese Linie nach oben hinausgeht, um nicht zu nah ans Pferdeauge zu kommen. Die nächste am häufigsten gestellte Frage ist die Frage nach der besten gebisslosen Zäumung. Diese Frage lässt sich aber nicht pauschal beantworten. Denn die Wahl der Zäumung ist immer maßgeblich davon abhängig, was ich mit dem Pferd machen möchte. Da wir hier von der dressurmäßigen Arbeit ausgehen, möchte ich jetzt kurz darauf eingehen, welche Zäumungen sich für diese Arbeit am besten eignen. Wer sich für das gebisslose Reiten interessiert, sieht sich zunächst mit einer großen Vielzahl an unterschiedlichsten Zäumungen konfrontiert und kann so, gerade als Einsteiger auf diesem Gebiet, schnell auch mal den Überblick verlieren. Um es grob zusammenzufassen, müssen wir generell 2 Arten von Zäumungen unterscheiden, die Zäumungen ohne Hebewirkung und die Zäumungen mit Hebewirkung. Zäumungen mit Hebewirkung sind, egal wie sie heißen und egal ob sie einen großen oder einen kleinen Hebel mitbringen, von ihrer Machart her generell immer als mechanischer Heckemoor anzusehen. Eine mechanische Heckemoor wiederum muss man als das gebisslose Pendant zu Kandare ansehen und aus diesem Grund erfordert der Gebrauch solcher Zäumungen auch immer eine Kandarrenreife von Pferd und Reiter. Genau wie eine blanke Kandare ist die mechanische Heckemoor weder für das einseitige Einwirken, was deshalb auch unbedingt eine einhändige Zügelführung erfordert, noch für das Reiten in Anlehnung geeignet. Gebisslose Zäumungen mit Hebewirkung eignen sich daher immer nur für eine Impulsreiterei.
Natürlich lässt es sich nach sorgfältiger Vorbereitung auch damit dressurmäßig reiten, aber es erfordert halt eine unterschiedliche Hilfengebung. Dann haben wir auf der anderen Seite die Zäumungen ohne Hebelwirkung, die aber ihrerseits auch in unterschiedlichster Ausführung daherkommen. Es gibt auch hierbei Zäumungen, die sich um den Pferdekopf herum zusammenziehen, sobald die Zügel aufgenommen werden, und es versteht sich in solchen Fällen eigentlich von selbst, dass auch solche Zäumungen sich nicht für das Reiten in Anlehnung eignen, sondern auch diese nur mit Impulsen genutzt werden können, um dem Pferd Dauerdruck und widersprüchliche Hilfen am Kopf zu ersparen. Am besten geeignet für die dressurmäßige Arbeit mit Reiten in Anlehnung eignen sich Zäumungen, die direkt auf den Nasenrücken einwirken und über einen breiten und weichen Nasenriemen, zum Beispiel aus Leder, verfügen und somit der Druck gleichmäßig verteilt werden kann, die Hilfen aber gleichzeitig auch direkt ohne Verwirrung beim Pferd ankommen lassen. Prinzipiell lässt sich dazu auch noch sagen, dass je schmaler, je fester und je punktueller ein Nasenriemen ist, er umso schärfer wirkt und sich damit umso weniger für den Gebrauch in Anlehnung eignet, sondern auch in diesem Fall immer nur für Impulse konzipiert ist. Sie sehen hier mein Haflinger Alessio mit einer Zäumung, die Kapzaum und Hackamore kombiniert und entweder in 3 zu 1 Zügelführung genutzt oder, so wie ich es hier in dem Fall tue, einhändig geritten wird. Wie Sie sehen, lässt sich mit einem entsprechend ausgebildeten Pferd auch mit dieser Zäumung alles reiten. Alessio habe ich vor 8 Jahren als Vierjährigen gekauft und er hat seine komplette Ausbildung rein gebisslos durchlaufen. Er ist also das beste Beispiel dafür, dass man kein Gebiss benötigt und auch ein Pferd, das vielleicht auch nicht direkt dafür prädestiniert ist, von der Basisarbeit bis zu anspruchsvolleren Lektionen auszubilden. Wie sieht nun aber der Weg einer solchen Ausbildung aus? Pferdeausbildung beginnt, egal ob man einen Gebiss nutzen möchte oder nicht, immer erst einmal am Boden. Viele Reiter unterschätzen die Möglichkeiten, die die vielzähligen Arten der Bodenarbeit bieten. Alles, was mein Pferd lernen soll, egal ob es die ersten Schritte seitwärts oder aber auch eine Piaffe ist, erarbeite ich immer erst einmal vom Boden aus. Das, was das Pferd ohne Reiter bereits koordinieren kann und verinnerlicht hat, nimmt es umso leichter mit unter den Sattel. Auch Korrekturen oder Weiterentwicklungen von Lektionen erarbeite ich in den allermeisten Fällen vorzugsweise von unten, so wie hier die Passage. Genauso wie ich dem Pferd auch jede neue Zäumung zunächst vom Boden aus erkläre und verständlich mache. Ich umgehe so viele Konflikte, Missverständnisse und verschaffe dem Pferd somit mehr Erfolgserlebnisse, was dann wiederum seine Motivation maßgeblich fördert. Natürlich erfordert diese Arbeit sehr viel Geduld und umso mehr Zeit. Aber in der Pferdeausbildung führt jede Abkürzung immer auch in eine Sackgasse. Zeit ist ein Faktor, den so viele Menschen vergessen und unterschätzen, aber die Ausbildung eines Pferdes benötigt nun einmal Zeit. Und wie viel Zeit sie benötigt, entscheidet auch immer das Pferd. Also nehmen wir sie uns. Wenn es um das Thema gebissloses Reiten geht, dann werde ich auch so oft gefragt, wie ich mein Pferd denn ohne Gebiss stelle und biege und wie ich es in Aufrichtung und Versammlung reite. Ich persönlich finde diese Frage immer etwas paradox, denn wie tun Sie es denn mit Gebiss? Es sollte grundsätzlich egal sein, ob ich eine Zäumung mit oder ohne Gebiss oder gar ohne alles reite. Meine primäre Hilfe ist und bleibt mein Sitz. Wie eben bereits gesagt, kommt noch hinzu, dass mein Pferd ja bereits vom Boden aus gelernt hat, wie es sich bewegen und seinen Körper nutzen soll, was also ebenfalls bewirkt, dass ich umso weniger Hilfen benötige, um das Gewünschte zu erreichen. Es ist ein Irrglaube zu denken, man könne Biegung, relative Aufrichtung und Versammlung über die Handeinwirkung erreichen. Deshalb sehen sich viele Reiter beim Umstellen auf eine gebisslose Zäumung sehr oft mit dem Problem konfrontiert, dass sie mit ihren Hilfen nicht mehr richtig durchkommen, das Pferd sich nicht mehr biegen lässt oder im schlimmsten Fall sogar Bremse und Lenkung nicht mehr funktionieren. Das ist aber in dem Fall keine Frage der Zäumung an sich, sondern vielmehr äußert sich hier dann ein Ausbildungsproblem, das vorher von dem Gebiss möglicherweise kaschiert wurde. Es ist in solchen Fällen immer ratsam, etliche Schritte zurückzugehen und Zeit in die Basisausbildung zu investieren, um Ausbildungsfehler bei Pferd und Reiter zu beheben. Denn lassen wir nun ehrlicherweise auch nicht die Tatsache außer Acht, dass der begrenzende Faktor leider Gottes in sehr vielen Fällen auch im Sattel sitzt. Aber man wächst ja bekanntlich an seinen Aufgaben und somit sollte man Probleme immer als Chance ansehen, sich weiterzuentwickeln. Sehen wir uns nun in den folgenden Aufnahmen mit 2 verschiedenen Pferden mit unterschiedlichem Ausbildungsstand an, wie das alltägliche Training ohne Gebiss aussehen kann. Hier sehen Sie meinen Haflinger Aramis, den ich auch, genauso wie Alessio, den Sie vorher gesehen haben, ohne Gebiss angeritten habe und der sich jetzt noch in der Basisausbildung befindet.
Aramis ist ein sehr großrahmiges Pferd mit einem sehr ausgeglichenen Gemüt, der dadurch auch öfter mal eher energiesparend unterwegs ist. Aramis ist zudem mit seinen 1,60 m auch ein sehr großer Vertreter seiner Rasse und ist zudem auch sehr kräftig gebaut. Das macht ihm gerade den Weg zur Versammlung nicht so einfach, weil er natürlich nicht die körperlichen Gegebenheiten eines dafür gezüchteten Warmblüters oder Iberers oder ähnlichem mitbringt und ihm deshalb vieles deutlich schwerer fällt. Er ist ein Pferd, das von Natur aus eher sehr viel Schubkraft mit sich bringt, dem es aber dafür auf der anderen Seite an Tragkraft fehlt. Das bedeutet, dass er gerne dazu neigt, sich selbst auf die Vorhand zu schieben und dann beim Reiten natürlich schwer in der Hand zu werden. Ich darf in einem solchen Fall dann nicht in Versuchung geraten, das Pferd über die Hand in eine Form zu bringen, sondern ich muss gezielt daran arbeiten, dass er lernt, sich selbst zu tragen. Dazu sind natürlich immer die Seitengänge das Mittel der Wahl und auch die Kombination mit dem Angaloppieren hilft dem Pferd dabei, seinen Körper zu koordinieren und die Vorhand heben zu lernen. Ich gebe ihm hier zwar einen gewissen Rahmen vor, versuche aber bewusst so wenig wie möglich Einfluss zu nehmen, um ihn bei der Suche nach seiner Balance nicht zu stören. Wie schwer ihm das alles noch fällt, können Sie hier ganz gut sehen. Das ist aber alles einfach eine Frage von Kraft und Gleichgewicht und er wird noch etwas Zeit brauchen, sich in diesen Bereichen weiterzuentwickeln. Denn erinnern wir uns, es gibt keine Abkürzungen in der Pferdeausbildung. Hier sehen Sie nun meinen PAE Toni, der nun seit 4 Jahren bei mir ist. Toni und das gebisslose Reiten, das ist eine ganz besondere Geschichte. Er hat, wie leider so viele importierte Pferde aus Spanien, nicht die allerbesten Erfahrungen mitgebracht. Halbwegs akzeptieren konnte er am Anfang nur die blanke Kandare, weil er vermutlich kaum was anderes kannte, hatte aber aus Angst vor der Reiterhand extrem die Tendenz, sich der Reiterhand auch zu entziehen und sich mit der Nase bis zur Brust zu verkriechen. Den Druck auf der Nase akzeptierte er zu Beginn überhaupt nicht, da er leider in seinem Heimatland auch die Bekanntschaft mit der Serreta gemacht haben muss, denn 4 Reihen Serreta-Narben auf der Nase sprechen leider Bände. Als zusätzliches Problem kam hinzu, dass er in dem ersten Jahr auch extrem zu Panikattacken neigte und dabei von oben absolut nicht mehr handelbar war, weil alles, was man als Reiter tat, bei ihm nur zu noch mehr Angst führte. Es versteht sich also von selbst, dass man solche Probleme nicht von oben, sondern immer von unten löst. Ich bin ihn aus diesem Grund über ein Jahr gar nicht geritten, sondern habe ihn nur vom Boden aus gearbeitet. Behandelt habe ich ihn dabei wie ein rohes Pferd, das alles von Grund auf neu lernen musste. Ich konnte ihn nach diesem Jahr Vorbereitung dann auch relativ entspannt ohne Kandare, sondern zu der Zeit mit einem ungebrochenen Bouchiergebiss im Gelände reiten, was für ihn ohnehin immer etwas entspannter war, weil es nicht negativ verknüpft war. Und im Laufe der Zeit zeigte er sich auch auf dem Reitplatz immer entspannter. Vor 2 Jahren griff ich dann zum ersten Mal wieder zu einer gebisslosen Zäumung, die ich ihm natürlich auch vorher erst einmal wieder vom Boden aus verständlich machte und konnte ihn damit dann gut reiten. In der ersten Zeit wechselten wir immer mal wieder zwischen Gebiss und gebisslos. Ich merkte aber gleichzeitig auch, dass er begann, ohne Gebiss immer zufriedener zu laufen. Seit mittlerweile einem Jahr haben wir nun gar kein Gebiss mehr genutzt, sondern er läuft seitdem rein gebisslos und die Panikattacken gehören zum Glück der Vergangenheit an. Sie sehen ihn hier in dieser Sequenz in der Lösungsphase, in der ich immer wieder ein leichtes Schenkelweichen nutze, um anfängliche Spannungen zu lösen, die Schenkelakzeptanz zu verbessern und ihn damit auch einfach aufmerksamer zu machen, um ihn auf die folgende Arbeit einzustimmen. Wie vorhin auch schon bei Aramis gebe ich auch hier immer nur einen Rahmen vor, bringe ihn aber nicht aktiv in eine gewisse Form, sondern versuche in erster Linie über meinen Sitz zu arbeiten und ihn seine Balance finden zu lassen. Dass er dann hier gerade dazu neigt, leichte Taktstörungen zu zeigen, ist seinem schwächeren rechten Hinterbein geschuldet. Sein rechtes Hinterbein ist das schubfähigere von beiden, bringt aber dafür im Gegensatz zu dem linken Hinterbein deutlich weniger Tragkraft mit sich. Spannungen und Anlehnungsprobleme, die sich dann hier äußern, sind also nicht der Zäumung oder sonstigem geschuldet, sondern haben ihren Ursprung wie so oft woanders, in diesem Fall eben in der Hinterhand. Es ist deshalb immer unheimlich wichtig, sich bewusst zu sein, wo die Stärken und Schwächen des Pferdes liegen und sich ebenso bewusst zu sein, welche Konsequenzen das auch mit sich bringt, denn nur dann lässt es sich auch gezielt daran arbeiten.
Das bedeutet also, dass ich in einem Fall wie diesem, das heißt im schwächeren rechten Hinterbein, Lektionen brauche, die das Pferd dazu veranlassen, dieses Bein unter den Körper statt davon wegzubringen. Das heißt also in diesem konkreten Fall, dass ich vermehrt Schenkelweiche nach links und dann natürlich auch Schulter herein und Renvers auf der rechten Hand, sowie Konterschulter herein und Travers auf der linken Hand reite. Es ist dabei aber auch immer wichtig, darauf zu achten, dass das Pferd diese Lektionen korrekt ausführt und keine Ausweichbewegungen einbringt, wie zum Beispiel, dass das Hinterbein nur seitlich fußt, anstatt auch noch nach vorne, um die Lastaufnahme zu verhindern. Sie sehen ihn nun hier auf der linken Hand im Schulter herein, dass ich hier dazu nutze, um erst einmal die Biegung nach links zu erreichen, bei der er sich hier noch etwas festhält, um dann gleich an der langen Seite zum Travers zu wechseln. Wir sehen hier ganz gut, dass sich die Spannung in der Biegung, die ich eben schon im Schulter herein hatte, im Travers weiter durchzieht, sich die innere Hüfte festhält und dann mit dem rechten Hinterbein nicht tackler nach vorne fußt. Aus diesem Grund wiederholen wir das Ganze noch einmal und wir sehen hier schon, dass er nun geschmeidiger in die Biegung reinkommt, er den Fluss besser halten kann, er sich jetzt gut umstellen lässt, sich die innere Hüfte absenkt und das rechte Hinterbein nach vorne kommt. Wir kommen nun hier zur Galopparbeit, bei der es gerade bei Toni, der im Gegensatz zu Aramis vorhin ein sehr hohes Energielevel und sehr viel Temperament mitbringt, sehr wichtig ist, immer wieder Ruhe reinzubringen. Er neigt nämlich sehr gerne dazu, dann schnell sehr spannig zu werden, gerade vor und während der Übergänge zum Galopp, und läuft sich dann auch sehr gerne und sehr schnell heiß. Es ist dann immer eine Gratwanderung, wie viel Einfluss man nehmen kann und sollte, damit die Spannung nicht zu sehr ins Negative kippt. Ich gehe hier auch immer wieder mit der inneren Hand vor, um einerseits nicht das innere Hinterbein zu blockieren und andererseits auch immer wieder zu überprüfen, ob er am Sitz und an dem äußeren Zügel steht. Gleichzeitig geht es natürlich auch darum, dass der Galoppsprung runder wird, er gleichmäßig in der Bewegung bleibt und hier auf der Zirkellinie auch die Biegung von sich aus erhält. Wir erinnern uns an das, was ich vorher bereits gesagt habe, die Biegung entsteht nicht aus der Handeinwirkung, sondern in erster Linie aus dem Sitz. Das gilt natürlich für jede Gangart und jede Aufgabe, die ich dem Pferd stelle. Somit ist es auch für mich als Reiter immer eine gute Überprüfung, ob ich die Hand vorgeben kann und das Pferd unverändert in seiner Bewegung und Haltung bleibt. Dazu kommt dann auch noch, dass ich einem Pferd wie Toni, das so gerne dazu neigt, sich sehr eng zu machen, damit helfe und den Weg zeige, immer wieder das Genick zu öffnen. Wenn es dann darum geht, die Versammlung im Galopp weiterzuentwickeln und zu verbessern, dann ist natürlich die Arbeit am und mit dem Außengalopp immer ein guter Weg. Das wechselnde Angaloppieren in Hand- und Außengalopp verbessert außerdem auch zusätzlich die Aufmerksamkeit und die Akzeptanz der Hilfen. Bei Toni kommt zusätzlich auch noch der positive Aspekt hinzu, dass ich auch dabei wieder bewusst das rechte Hinterbein anspreche und der Tatsache entgegenwirke, dass er gerade im Galopp gerne seine Masse auf die linke Schulter verschiebt und in der Hinterhand relativ breit springt, was mit der Arbeit am Außengalopp deutlich verbessert wird. Ich stehe natürlich dann aber bei solch einem sehr eifrigen und temperamentvollen Pferd immer vor der Aufgabe, das Pferd möglichst ohne Spannung zu erhalten. Das war und ist bei Toni nach wie vor nicht so einfach, da er gerade bei diesen einfachen Wechseln gerne die Hilfen vorwegnimmt, schnell mal dazu neigt, sehr zappelig zu werden und sich dann auch sehr schnell hochfährt, was auch sein Stresslevel ansteigen lässt. Ich als Reiter muss dabei unbedingt die Ruhe bewahren und Ruhe vermitteln und sehr klar mit meinen Hilfen sein, ohne aber gleichzeitig überdeutlich zu sein. Denn alles, was zu viel an Informationen bei ihm ankommt, nur dazu beiträgt, dass er sich mehr aufregt. Ich warte also zwischendurch auch immer wieder, bis er zur Ruhe kommt. Zur Not bleibe ich auch einfach einmal stehen und gehe erst dann wieder zum Angaloppieren über, wenn ich das Gefühl habe, dass er mir auch wieder zuhört und auf meine Hilfen wartet. Natürlich funktioniert das nicht immer und es passieren selbstverständlich auch immer wieder Fehler. Das ist in einem Entwicklungsprozess aber völlig normal. Es ist dabei auch wichtig zu sagen, dass das Pferd jederzeit Fehler machen darf, ohne Angst vor Konsequenzen zu haben. Das heißt, ich bestrafe ihn niemals für Fehler, sondern ich lasse ihn auch immer wieder ausprobieren, wo er hin soll, was er machen soll und wie er Dinge umsetzt. Versuch und Irrtum. Das steigert die Motivation des Pferdes und bewirkt, dass die Pferde beginnen, selbstständig mitzudenken und auch Dinge von sich aus anzubieten.
Für mich als Reiter bedeutet das aber auch ein Stück weit Kontrolle und Verantwortung an das Pferd abzugeben und das Pferd auch als einen selbstständig denkenden Partner zu akzeptieren. Sie merken nun also dabei aber auch, wie wenig die Pferdeausbildung eigentlich mit der Ausrüstung zu tun hat. Es gibt so viele Aspekte, die so viel wichtiger sind als jeder Ausrüstungsgegenstand. Es geht vielmehr um das Verständnis für die Geschehnisse im Pferd, die sowohl körperlicher als auch mentaler Natur sind. Wir dürfen uns deshalb nicht an Dingen festbeißen und somit auf Frust bei Pferd und Reiter provozieren, sondern man muss sich immer überlegen, worauf man den Fokus legt. Um hier zu dieser Sequenz zurückzukommen, so geht es mir hier darum, durch die Wiederholungen zu vermitteln, dass er sich nicht aufregen muss und beende die Übung dann nicht mit Fokus auf eine fehlerfreie Ausführung, sondern mit Fokus auf eine sich einstellende körperliche und mentale Losgelassenheit. Die Arbeit an den halben Tritten ist für Toni noch sehr neu. Gelernt hat er diese in den letzten Wochen über den diagonalisierten Schritt und wie die anschließende Passage auch rein gebisslos. Hier gilt das Gleiche wie bei der Galopparbeit zuvor. Ich muss bei ihm ständig darauf achten, dass er nicht zu übereifrig und in der Folge auch zu spannig wird, wodurch ich mich immer eher passiv verhalte, ihm lediglich die Idee zu etwas vermittle und dann schaue, was er daraus macht. Auch hier muss er seine Balance finden, muss sein Körpergefühl entwickeln und natürlich auch die nötige Kraft dafür gewinnen. Wir sind also auch hier wieder beim Faktor Zeit. Wenn ich davon spreche, das Pferd nicht zu übereifrig werden zu lassen, dann meine ich damit allerdings nicht, ihm die Bewegungsfreude zu nehmen. Aus diesem Grund ist bei aller Arbeit an der Versammlung aber auch nie das freie Vorwärts außer Acht zu lassen. Das Pferd muss immer und aus jeder Situation heraus das freie Vorwärts annehmen können, genauso wie auch jede versammelte Lektion den Vorwärtswillen benötigt, um gelingen zu können. Auch für die Motivation des Pferdes ist es wichtig, dass es aus der Versammlung immer wieder nach vorne entlassen wird. Sie sehen hier ganz gut, wie sich durch das Zusammenspiel aus Vorwärts und Versammlung dann auch immer mehr Ausdruck entwickelt. Wir erinnern uns wieder an das, was ich eben schon gesagt habe. Ich gebe dem Pferd eine Idee, ich bringe es aber nicht aktiv in eine Form, das soll das Pferd nämlich selbst machen. Ich liefere ihm lediglich die Zutaten dafür. Wir sehen also, dass wir für die Ausbildung des Pferdes nicht zwingend ein Gebiss benötigen. Denn das Reiten ist ein Zusammenspiel aller Hilfen. Es ist eine feine Kommunikation zwischen zwei Lebewesen. Es ist ein ständiges Hinterfragen, Dazulernen und Verstehen der Zusammenhänge. Dabei müssen wir jedes Pferd individuell behandeln und entsprechend seiner Gegebenheiten ausbilden. Nach einem einzigen bestimmten Schema funktioniert das nicht. Es gibt Pferde, die mögen das Gebiss und es gibt Pferde, die bevorzugen das Gebisslose. Was man will, ist also immer eine individuelle Entscheidung. Wir haben aber im Laufe dieses Videos gesehen, dass man auch mit völlig normalen Pferden, auch ohne Gebiss, all das erreichen kann, was das Pferd zu leisten vermag. Die Zäumung ist dabei nicht der begrenzende Faktor. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video die häufigsten Fragen beantworten und vielleicht dem einen oder anderen eine kleine Inspiration liefern, das gebisslose Reiten einfach einmal auszuprobieren. Ich danke Ihnen fürs Anschauen und wünsche Ihnen alles Gute.